Danke, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem Vorstück das Wort ergreifen darf. Ich, Herr Kollege Ebinger, bin sehr froh, dass wir in diesem Gremium zu diesem Beschluss gekommen sind, einen gemeinsamen Resolutionsantrag einzubringen. Der Herr Bürgermeister hat schon am Montag in der Landeshauptmännerkonferenz diese Initiative ergriffen. Ich habe heute in der Früh oder schon davor mit dem Bürgermeister gesprochen. Und der Bürgermeister hat gesagt, ja, ihm hat sich entschlossen, sofort also diese 400.000 Euro zur Verfügung zu stellen, als Sofortmaßnahmen. Und er war der Meinung, dass man da jetzt so weder von den Bundesländern noch von den politischen Parteien sich da in der Hilfe zu irgendwelchen Überholungsmanöver anlassen soll, sondern dass wir hier gemeinsam, so wie es einer demokratischen Institution, so wie es also Politiker und Politikerinnen mit sozialen Gewissen gebührt, gemeinsam Menschen in dieser Tragödie, in dieser Nachbarschaft Soforthilfe leisten. Der Bürgermeister hat gesagt, also hier werden viele Länder und viele Länder haben schon Trupps entsandt, also die jetzt dort unter schwierigsten Bedingungen schauen, als Sofortmaßnahmen diesen Menschen und unter den Armen zu greifen. Es sind sehr viele Menschen zu Tode gekommen, wie der Herr Kollege Ebinger gesagt hat. Also sehr viele Menschen haben schon zum wiederholten Male ihre Existenzgrundlage verloren. Kaum haben sich die Regionen bemüht, dort Arbeitsplätze zu errichten, sind sie durch diese Katastrophe zerstört worden. Und ich danke allen, die sich daran beteiligt sind, egal in welcher Form. Ich war am Wochenende mit den vielen Menschen im Arbeiter-Samariter-Bund-Zentral im 15. Bezirk. Sie können sich nicht vorstellen, was sich dort abgespielt hat, weil die Menschen aus diesen Regionen hatten viel bessere Informationen als wir. Das Medien schon gehabt haben. Sie haben dort, viele haben mich persönlich angerufen, wissen, dass ich schon damals in diesen Kriegsviren die Projekte koordiniert habe und haben gefragt, wo sollen sie sich hinwenden? Dritte Generation hier lebender Menschen haben gesagt, meine Großeltern sind also in Obrenovac oder meine Eltern. Und da habe ich etwas erlebt, also was wirklich auch eine Chance in dieser großen Tragödienkrise gibt, also dass sie fern von allen ethnischen und religiösen Gruppen gemeinsam dort Sachen gesammelt haben für die Opfer des Flutes in Südosteuropa. Und der Arbeiter-Samariter-Bund hat ihnen sofort Räume und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Volkshilfe hat sofort Lager und eingerichtet, also wo die Menschen, die völlig unkoordiniert, aber die besten Absichten Sachen gebracht haben, damit, wie Sie gesagt haben, Herr Kollege Ebinger, schon sofort irgendwelche Organisation Hilfe vor Ort gebracht werden kann. Man hat so Appelle, persönliche Appelle geprägt, also von den betroffenen Menschen. Es haben Angehörige angerufen, Menschen in Wien und gesagt haben, wir wissen nicht, also was wir tun sollen, das Wasser steigt, es ist niemand da. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, also dass wir da hier nicht irgendwie politische Steine herausschlagen wollen, sondern mit einem gemeinsamen Resolutionsantrag diese Stadtunterstützung in der Soforthilfe damit unterstützen. Vielen Dank an alle Fraktionen, vielen Dank, also, dass ich mich hier an Sie alle wenden darf. Ich kenne viele Menschen, ich bin persönlich sehr betroffen und ich möchte von dieser Seite und heute schon an alle appellieren, Soforthilfe ist wahnsinnig wichtig, damit diese Tragödie gemildert wird, dass den Menschen geholfen wird. Aber vergessen wir nicht, dass diese Menschen für lange Zeit
wird nicht die Existenzgrundlage durch diese Katastrophe zerstört bekommen haben und dass sie es auch später brauchen werden. Ich werde gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern, die aus, nicht nur aus diesen Regionen, aber auch aus diesen Regionen sich bei mir gemeldet haben und gefragt haben, wie können sie sich einbringen, sicherlich schauen, sodass ich ihnen diese Auftrittsmöglichkeiten und Benefizauftritte ermögliche. Und ich danke meinem Club, also dass sich bereit erklärt hat, mich dabei sofort zu unterstützen. Es sind auch natürlich 17 europäische Länder jetzt in diese Sofortmaßnahmen eingebunden, aber auch ich bin der Meinung, dass es ein Teil Europa ist und dass wir als eine reiche Region da einfach nicht zuschauen können, wie die Menschen an, verzweifeln an ihren Schicksalen und das, deswegen begrüße ich das wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank und ich hoffe, Sie werden auch zu diesen Konzerten, dass es immer mehr geben wird, kommen und auch auf diese Art und Weise das unterstützen, dass wir auch diesen hunderttausenden Menschen, die sehr betroffen sind, aber auch was tun wollen, eine Plattform schaffen, wo sie nachhaltig helfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung.